Ja, hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Wir waren beim Onkel Doktor, wir haben gebufft und alles so weiter. Und dann habe ich gerade festgestellt, als ich auf die Aufnahme-Beenden-Taste gedrückt habe, beim letzten Mal, am Ende hat er gar nicht aufgehört aufzunehmen. Nämlich als ich meinen Screenshot machen wollte und die Screenshot-Taste gedrückt habe, die richtig belegte Screenshot-Taste, ging Dextery auf mit irgend so einem Warnungsfenster im Hintergrund und das hat dann quasi alle Tastatureingaben blockiert. Deswegen hat er dann nicht reagiert auf Aufnahme abbrechen. Das heißt auch, meine Screenshot-Taste funktioniert im Moment nicht richtig. Ich weiß noch nicht wieso. Und ich mache das dann irgendwie anders, weil ich will jetzt immer für meine Thumbnails irgendwie einen schönen Screenshot haben. Da muss ich mir einfach die Stelle merken und das dann aus dem Video quasi rauskopieren. So macht man das ja ganz modern. Dann mach deine Taste fertig. Ja, das Dextery ist definitiv richtig konfiguriert, was das angeht. Ich weiß nur nicht, warum dann. Also ich drücke F10 und dann geht so eine Meldung auf, so ein Fensterchen, so ein Knopf mit OK und mehr nicht. Da steht einfach nur OK, kein Text. Ja, dann musst du mal mit dem Schraubenzieher unter die Taste gehen, einmal hochhebeln, dann fliegt die schon mal weg. Dann kannst du mal gucken, wann da nicht Ja, funktioniert. das ist auch eine ältere Version von dem Dextery, weil ich hatte mit einer neueren Version hatte ich Schwierigkeiten damals. Die hat sehr viel CPU verbraucht beim Aufnehmen und dann bin ich zurück auf die alte gegangen, die wesentlich CPU-freundlicher war. Ich weiß nur nicht, was jetzt in diesem Jahr, quasi fast 2017, was da so aktuell im Dextery läuft, beziehungsweise was überhaupt so Stand der Dinge ist. Ich glaube, viele nehmen ja auch mit OBS auf inzwischen, weil sie gleichzeitig auch streamen. Ich würde gerne streamen, aber das macht das Internet hier nicht mit. Also mit der Verbindung, die ich habe, kann man nicht live streamen. Das geht einfach nicht. Sei denn, man möchte, dass das gerne so aussieht wie 1999 Videokonferenz. Weißt du, so im Briefmarkenformat mit Pixeln, die quasi ein Viertel des Bildes einnehmen. Das ist auch nicht schön. Keinsterweise nicht. Aber heißt nichts, mach fertig. Ja, ich nehme mir einfach eine Schaufel, ne? Und dann verlege ich hier Ja, Glasfaser selber. jetzt kommen wir der Sache schon näher. So, jetzt sind wir Bisschen. an einer etwas anderen Stelle als vorher, aber hier gibt es doch bestimmt auch welche. Da oben sind auf jeden Fall schon mal so fette Gruppen. Ist ja irre mutig, der Dark. Rennt da einfach so dran vorbei. Obwohl das sofort unser Ende wäre. Oh, da haben wir einen Warshade. Lass uns erstmal von dem ganzen Haufen uns zurückziehen, Ja, bevor ja, 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 ja. plötzlich wieder so eine Horde aufgetaucht ist. Das ist mein Reden. War ja schon mal gut. Stolz auf dich. Ja. Hä? War das nicht ein Warshade? So stand es geschrieben. Und trotzdem haben wir Nummer Okay, 7. okay. Wenn das so einfach ist. Neue Regel, wir killen alle Warshades. Da will ich jetzt Aber wir keine haben Geist, wir haben rauspullen. Geist, wir haben Geist. Geister sind scheiße. Ja, das sind Fernkämpfer, ne? Die Da nerven. kommt aber noch einer, wa? Da kommt noch Ah, einer. nee, nein, 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 das war Das nur. war der. Aber hinter dir kommt noch einer. Ui, das ist. Ist aber schon. Quatsch. Ist im Mess. Ja, welchen wollte Oma und den Den Geist, den Geist? Geist. Sonst beschäftigen wir uns dann mit. Ich sollte auch den richtigen anklicken, wenn ich heilen will und nicht nur den Mob. Aber ich bin ja so neugierig, ich will seine Lebensanzeige sehen. In etwas neueren Spielen siehst du ja auch immer die Lebensanzeige von den anderen Sachen, die da so rumstehen, beziehungsweise wenigstens, wenn du die Maus drüber hältst. Death Watcher. Death Watcher ist aber kein Warshade, ne? Egal, der steht da im Weg rum, oder?
Definitiv. So. Erstmal schön den Backsteil reingehauen. Und gleich noch hinterher. Ist das ein einzelner Schlag oder ist das eine Chain? Einzelner. Auch wenn er es dann weniger hält, aber ich mache den öfter, weil er am meisten Schaden macht. Wie hieß der nochmal? Annihilator oder sowas, glaube ich. Irgendwie. Ja. Boah, bin ich gut. So gut, der hat jetzt nicht gezählt. Der hieß auch falsch. Warshade. Da ist ein Warshade. Ich weiß aber nicht, ob der alleine ist. Aber ist, glaube ich, wenn, dann ist das nur eine kleine Gruppe aus Warshades. Also einer steht noch hinter Mäuerchen, wa? Der heißt Annihilation. Annihilation auf Deutsch Vernichtung. Na, boah, ich hab 4, 5. Sind da 2 Warshades? Ja, den rechten bitte killen. Desto mehr, desto besser. Ich hoffe, das war jetzt kein Bug, dass der eine gezählt hat und die zählen jetzt nicht. Das ist ein Bug. Ja, doch, das die zählen auch. Wunderbar. Da haben wir uns die ganze Zeit abgemüht. Ja, wenn wir das gewusst hätten. Aber du, da wo wir da drüben standen, da liefen glaube ich gar keine Warshades rum. Da haben wir den Salat. Aber ich bin der Meinung, hier waren wir auch schon mal. Ja, hier waren wir, letzte Woche waren wir hier glaube ich mal. Next Warshade. Was ich hinter dir ist, ein Geist gespawnt. Wenn du zurückkommst, halte ich ein bisschen genau so. Ist der da oben einzeln oder mehrere? Einzeln, aber der hat mich gestunt. Oh, okay. Ich mache Amnesie. So, super. Die Warshades sind auch bedeutend lebenselastischer, wenn man so sagen. Ja. Also das ist ja eigentlich optimal. Komm, wir bleiben mal hier. Vielleicht ist das gar nicht gewollt. Ja, vielleicht ist es ein Bug, aber... Also ich meine, irgendwo ist es natürlich ein Bug. Vielleicht haben sie auch einfach nur vergessen, das in die Quest zu schreiben. Das wäre auch möglich. Andere Seite sind vielleicht wieder welche. Jo. Ja, also hier, wer auch immer bei EA dafür zuständig ist, sofort fixen. Wir haben hier schwere Bugs gefunden. Oder Fehler. Und das nach so vielen Jahren. Sofort beheben, aber zack, zack. Och, ein Geist. Da kommt... Noch ein Geist? Ja, ich lege ihn lahm. Er resist. Ich hab ihn. Okay, dann lege ich den Geist lahm. So, Geist ist lahmgelegt. Wen haben wir um? Den Geist ist nicht lahm. Egal. Der Metz hat 2 Sekunden oder so gehalten. Sehr mysteriös. Noch ein Bug gefunden. Aber der Dead Watcher, der ist ja auch nicht so sehr stabil. Ich fand eigentlich auch, als das am Mythic abgegeben wurde, Daug, also die waren ja erst zu zweit, fand ich es eh schlechter geworden. Soweit ich weiß, hatte Mythic das am Anfang und nachher ist das an EA gegangen. Mark Jacobs und wie hieß der andere? Habe ich vergessen. Mist. Und Mark Jacobs arbeitet ja gerade an Camelot Unchained. Und was ist das? Matt Fyra hieß der andere. Camelot Unchained ist in gewisser Weise, ja, man kann nicht so richtig sagen, der Nachfolger von Dark Age, aber ist halt von einem der Macher von Dark Age und hat auch 3 Reiche. Und ist aufs RVR ausgelegt. Und ist gerade in der Entwicklung. Okay. Ah, das ist gut.
Ja, ein Spiel zu machen, das ist nicht so schnell erledigt. Vor allem, wenn man nur ein kleines Team hat und keinen Senior Programmer findet. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen einen haben. Wow, schon tot. So lange habe ich gebraucht, um den einen hier zu messen, ne? Ich glaube, es ist immer noch eine NDA aktiv. Das heißt, ich kann keine Bilder und sowas davon zeigen. Aber sobald ich davon erfahre, dass das möglich ist, werde ich dazu Videos machen, definitiv. Weißt du schon, ob das kostenlos wird oder kostenpflichtig? Das wird kostenpflichtig werden. Okay. Alles nur Death Watcher. Können wir da durchlaufen und dann im Bogen wieder außen rum oder stehen da welche im Weg? Nee, bis jetzt sehe ich keinen. Dann folgen wir dir mal hier einfach so unauffällig. Und jetzt hier hinter der Wand, da stehen sie dann alle, so 5 Mann. War gar nicht so falsch, mein Verdacht, aber die waren Gott sei Dank weiter entfernt. Deathwatcher, Geist, da ist ein Knight, aber mitten in der Gruppe. Knights will ich nicht mehr, Warshades sind mir lieber. Definitiv, also... Hier sind wieder die 3 Geist, die so schnell gespawnt sind. Ja, von denen halten wir uns fern. Die Geister, die ich rief. Hey, so nenne ich diese Folge, wenn ich es nicht vergesse. Wohl eigentlich sollten wir besser die Folge davor so nennen, weil da haben wir ja gegen die gekämpft. Warshade. Und noch einer. Der lässt sich aber Zeit. So, dann machen wir hier vielleicht nochmal so einen Screenshot, so wie mich der Warshade, ne, wie der Warshade den Brause verhaut. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr gut. Selfie mit Warshade. Genau. So nennst du die Folge. Selfie mit Warshade. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ihr könnt es mir aufschreiben. Aber dann finde ich den Zettel nicht mehr. Da muss ich mir merken, dass ich einen Zettel habe. Da kann ich mir auch gleich den Titel merken. Brause, dein Schild ist aktiv, ne? Ja, sieht auch so aus. Ich kann es ja noch mal. Der macht einfach nur sehr viel Schaden. Ich habe gerade nachgeguckt, also ist definitiv noch an. Passt auch von der Zeit her, weil wir sind ja gerade erst bei knapp 14 Minuten. Und das Schild geht ja, glaube ich, 20 Minuten. 14 von 15, einen noch, komm. Steht direkt da. Kommt, nee, der kommt nicht alleine. Der Geist will noch mitmachen. Geister sind scheiße. Ich hab ihn. Und 2 Sekunden läuft er wieder. Ne, der nicht. Eine Ausnahme gefunden. Diesmal war der Geist nicht so resistent. Den auch noch können oder abhauen? Nee, wir hauen den auch noch kaputt. XP ist XP. Brauchen wir für unser Champion-Dasein. Ich bin der einzigste Champion. Nein, wir sind Champion des Reiches. Ich weiß. Jetzt sollen wir doch weglaufen, habe ich gerade beschlossen. Ja. Spontane Entscheidung. Ja. Blöd nur, dass ich gerootet bin, aber ich habe ja Purge. Hahaha. Brause Purge drücken und weglaufen. Oh, das wird schon wieder nix. Das wird schon wieder nix, glaube ich. Jetzt geh doch weg. Lass mich in Ruhe. Das habe ich dir. Dankeschön. Brause, bist du auch weggekommen? Wir laufen mal so Richtung Norden einfach, so ein bisschen an der Kante. Ich führe euch quasi von hinten. Okay. Ich drücke mal ein paar Mal die Gruppenheal-Taste, aber nicht zu oft.
Der eine ist nämlich ganz schön hartnäckig. Hier laufen wir lieber so linksrum vorbei. Ich weiß nicht, ob die sonst sich alle auf uns stürzen. So, der eine hat schon umgedreht, der andere läuft noch weiter. Er läuft immer noch weiter. Erstaunlich. Midgard und Albion habt ihr schon gespielt, ne? Ja, wir haben alles schon gespielt. Am wenigsten in Albion. Aber da waren wir auch mal unterwegs als Hexe und Waffenmeister waren wir, glaube ich. Hexer und Waffenmeister. Irgend sowas in der Art. Falls euch nichts mehr einfällt, könnt ihr ja da dann noch. Er ist weg, ne? Ein Glimmerling haben wir noch hinter uns, ne? Aber ansonsten. Ja. Ach ja, Glimmerlinge müssen wir auch killen. Dann killen wir einfach mal ein paar Glimmerlinge. Aber den einen Kerl hier auch, ne? Ja, jetzt wo der sich schon so anbietet. Vielleicht können wir dann bei Albion zu dritt, wenn nichts mehr. Warum habe ich denn so wenig aus? Ach so, ich weiß warum. Ich habe mal wieder die falsche Taste gedrückt. Ab und zu komme ich auf B und dann wechsle ich auf die Fernkampfwaffe oder sowas. Und alle Songs sind aus. Vielleicht sollte ich mir das umbelegen. Der Bade kann, wenn man drauf skillt, auch mit dem Schwert kämpfen, ne? Ja, Schwert oder... Zwei Stück brauchen wir noch, ne? Oder Keule geht auch. Okay. Aber so ein Kampfbade, das ist, ich sag mal, sehr speziell. Ja, einzigste, wenn das die Fähigkeit ist gut, wenn man alleine levelt, damit man dann auch die Mobs down kriegt. Ja, wobei ich würde nie einen Baden alleine leveln, also höchstens wenn man es absolut muss. Ich würde mir dann lieber eine Gruppe suchen oder sowas. Ich weiß nur nicht, wie die Situation heute ist, ob man überhaupt noch Gruppen findet. Ja, in Hebi am meisten. Bei Albion und Midgard habe ich so mitgekriegt, nehmen die dich so kaum noch mit. Und bei Hebi, wenn du so im Dungeon bist und die sehen, du brauchst die Quest noch, fragen sie und dann nehmen sie dich auch nochmal mit. Ja, dann. Also bei Midis und Albis hatte ich bis jetzt noch kein Glück. Sprint an. Gucken, ob wir die nicht davonlaufen können. Ja, ich glaube, 6. Januar war das. Da geht Utgard wieder online. Da kann man dann Dark Age spielen, so wie es früher war. Und zumindest in der Anfangszeit des Servers wird er auch ziemlich voll sein. Das heißt, da wird man dann auch gut Gruppen finden. Und der Vorteil ist halt für Leute mit, ich sag mal, wenig Taschengeld, es ist umsonst, man braucht kein Abo. Gut, da können wir da... Also wir werden definitiv da auch spielen. Ja, bei dem 500. Folge habt ihr ein Special gemacht. Da waren wir auf Utgard, genau. Brause, du warst leider nicht dabei, muss ich ja nochmal so sagen, weil du hattest keine Zeit. Ja. So. Oh, da gibt's schon wieder eine Quest. Ja, das sind wieder die Glimmerlinge. Lass uns mal liegen lassen, dass wir die jetzt nicht immer neu annehmen. Aber jetzt, wenn der Account noch zu ist, also wenn man den Account erstmal hat, ist Account und Utgard noch nicht offen ist so richtig, kann man da trotzdem kostenlos drauf spielen? Ja, im Moment läuft sozusagen die Beta-Phase und die kann man auch kostenlos spielen. Man kann dann auch, ich glaube, irgendwo ist so ein Instant 50 NPC in den Hauptstädten. Okay. Dass man sofort. Wie kommt man auf den Server? Das kann ich jetzt soeben nicht erklären. Da müsstest du mal auf die Webseite von Utgard gehen. Also du googelst einfach nach Utgard und dort ist auf Englisch eine Anleitung, wie das funktioniert. Ja, mal gucken, ob mein Englisch dazu ausreicht. Ja, da siehst du mal, wofür man in der Schule sowas lernt dann. So, wo war jetzt der andere Questtyp, ist die Frage. War das der hier unten? Kann sein. Ach, Utgard ist der, bei dem ich mich über Google Genau, wo du da mit dem Google-Account... Also, wenn du irgendwie eine Google-E-Mail-Adresse oder einen YouTube-Account oder sonst was hast, dann kannst du dich quasi mit dem Account auf Utgard anmelden. Dann musst du nicht noch extra einen Account erstellen. Tja, wo haben wir jetzt unsere Quest abzugeben?
Das wüsste ich ja mal gerne. Durchsuchen wir einfach mal das ganze Dorf. Das haben wir eh noch nicht so richtig gemacht. Neutral, neutral. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne? Wenn ihr die ancastet, die attackieren euch dann. Da hinten ist ein Einhorn. Ne, das ist nur ein fahles Pferd. Töte das Pferd. Wollen wir Pferde-Gulasch oder sowas machen? Wir machen. Rheinischen Sauerbraten. So, das ist aber alles nicht unser Quest-NPC. Ich glaube, so weit war der auch gar nicht. Ich laufe mal noch zu den Häusern rüber und dann auf der anderen Seite des Tals wieder zurück. Ach, das, pass auf, dass wir nirgendwo hängen bleiben, weil ich bin gerade am... Futter. Ja, 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 so kennen wir das. Das sind auch alles nur... Ich weiß gar nicht, was die hier machen. Die stehen da nur so rum. Wir sitzen nur rum. Ja. Und spielen Dark Age of Camelot. Aber die machen ja nicht mal das. Die stehen nur rum. Die spielen noch nicht mal. Die spielen noch nicht mal WoW. Was soll man dazu vielleicht sagen? Vielleicht spielen sie Verstecken. Vielleicht hat sich einer versteckt. Alle gucken in eine andere Richtung und suchen ihn. Oder die stehen so in Häuser. Vielleicht denken die sich, die haben, der hat sich im Haus versteckt. Vielleicht. Wer weiß. Du hast schon ordentlich Fantasie. Ja, ist was, nein. Das ist die von gerade. Ach, warte, 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 jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist bestimmt hier drin. Hier stehen einige drin. Ja, so. Aber nichts Neues annehmen, sagst du, das sind alle Wiederholungen. Ja, erst mal gucken, was das ist, dass das keine Wiederholung. Ja. Ne, die haben auch gar nichts Neues. Die haben auch nichts für uns. Okay. Was machen wir denn dann jetzt? Sind noch die immer noch neutral? Die sind noch neutral. Was hast du? Das ist noch ein Blätterteich. Blätterteich gefüllt? Ja. Womit? So Schnuggert. Oh, Leute, Frechheit. Skandal. Dazu Strafe habe ich dich abgeschüttelt. Oh, das ist unfair. Hätte ich noch ein Stück Blätterteig gegessen. Beim Drachen waren wir auch schon. Wir können ja mal nach ganz hinten dieses Glimmer vorlaufen. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Die haben ja damals, als sie hier diese Drachenquest-Geschichte eingebaut haben, haben sie die Zone ja nochmal ein bisschen umgebaut. Glaube ich, damals war das. Hat auch, glaube ich, dann diesen sich bewegenden Himmel bekommen. Ich glaube, es gibt Sturm. Ja, Brause, erzähl noch mal so einen Schwank aus deiner Jugend. In vollem Mund spricht man nicht. Du kannst ja einfach behaupten, der Mund wäre nicht voll. Ja, sprich weiter. Wann geht der Server nochmal online, Utgard? Ich glaube am 6. Januar. Okay. Da ist auch wieder so ein Licht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Es ist blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Oh, das war lausige Luftbewegung da oben. Nicht wahr? So, hier hört dann das friedliche Gebiet wieder auf. Wie man unschwer erkennt. Und da vorne ist auch schon der erste Bösewicht. Ja, wie kommt man denn da jetzt? Kommt man da hoch? Hier oben so? Weil wir müssen ja quasi so nach Norden. Da ist so ein Geisterdorf.
Da ist wieder hier alles voll Warshades. Mhm. Sag nochmal bitte, das war jetzt ein bisschen leise. Jetzt, wo wir keine mehr brauchen, da stehen sie rum. Ja, ja, logisch, logisch. Da ist alles voll wahrscheinlich. Hinter jedem Baum. Aha, aha. Das ist wahrscheinlich so das Anti-Macmel. Knights sind da auch, aber gut, in der Gruppe. Auch uninteressant, ja. Bestimmt ist da hinten noch so ein Drache. So ein Mini-Baby-Drache. Sorry, falls ich zu wenig rede, aber ich rede gerade mit meiner Mutter und meiner Schwester. Das ist okay. So nebenbei. Das ist okay. Ach, guck mal, das sind Eier. Dracheneier. Oh mein Gott. Wäre ich jetzt Nightshade, würde ich da reingehen und gucken, was es da so gibt. Und so ein Baby Dragon Spawn, so ein frisch geschlüpfter Drache ist da auch. Ich weiß nicht, ob die dich sehen könnten. Ja, ich bin ja kein Nightshade, ne? Ja, wenn du einer wärst, gibt's ja manche Mobs, die dich trotzdem sehen. Hier ist frei. Ja, Brause, findest du das gut, was der da macht? Ja, anscheinend. Wer nichts sagt, der nichts gewinnt. Ist ein altes Sprichwort. Das ist wahr. Okay, jetzt will ich. Da ist ein kaputtes Ei. Ein kaputtes Ei, wo er anscheinend rausgeschlüpft ist. Und dann noch zwei zu. Gut, jetzt wage ich auch mal. Genau, ein kaputtes, zwei zu. Da ist der Glimmer Dragon Spawn. Da ist aber noch ein Glimmer Dragon Spawn. Das sind also mehrere. Ich weiß nicht, ob man da dran kommt. Also der eine, von dem einen kriegt man definitiv Aggro. Aber wenn das nur der und vielleicht die Glimmer Guardians sind, die sind ja nur zwei Ohr. Das wäre zu schaffen. Okay, sollen wir die dann hier drinnen bekämpfen oder rausziehen? Ich sag mal hier drinnen. Hier quasi auf der Treppe. Ich metz mal, okay. Und alles, was nicht im Metz steht, das können wir dann killen. Oh. Sieht gut aus. Gib ihm den Rest, sehr schön. Du, den Drachen oder jetzt den zweiten? Den Drachen, mach mal den Drachen. Den anderen stelle ich gerade in Root. So ist geroutet. Aua. Drache speit Feuer. Wir haben noch von links ein Ad. Einmal anhauen, dann kann ich ihn metzen. Alles klar. Oh, Brause. Ja, ihr müsst mich ein bisschen mal wiederbeleben. Ja, wenn der Drache da sein Feuer speit, dann wird das sehr unangenehm. Deshalb würde ich am liebsten hinter dem Drachen stehen. Ja. Er hat aber gerade Akku auf dich, also funktionieren wird das jetzt im Moment nicht. Haben wir den fast? Ja, wir haben fast. Wenn der Drache erledigt ist, der Rest dürfte nicht allzu schwierig sein. Danach dann den Ora, würde ich sagen. Ja, ich habe den gerade schon aus dem Root geholt mit meinem Ei. Wunderbar. Das klappt ja wie am Schnürchen. Ich mache auch nochmal mit. Zack. Fetten Damage. Dann den roten und dann können wir da vielleicht mal uns auf so ein Ei stellen. Hey, da kommt einer. Ne, ist wieder zurück hier. Mach mir nicht so Angst. So. Krass. Drachenei-Dotter-Glibber-Dings. Das eine Ei ist hier auch schon kaputt, fast. Ja, da kommt auch bald was raus. Sieht dann sicherlich aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Vorsicht an dem Eingang, da stehen noch welche, Brause.
ja, haben wir zum Ende der Folge hin noch mal was gesehen. Dann lasst uns nach Südwesten hier raus und zum Hügel wieder. Dann machen wir kurz den Cut und dann überlegen wir, was wir zum Schluss noch unternehmen. Dann Cut. Also ich... Moment, Brause, Cut.